Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, Auktionen bei Sotheby's zum Beispiel, da geht es oft um sehr große Summen und ums große Geld geht es bei den Banken. Wie gut es für die läuft in Anbetracht steigender Zinsen, können wir jetzt in der Bilanzsaison ganz gut sehen. Heute Morgen mit ganz frisch veröffentlichten Zahlen von der Commerzbank. Die hat dank gestiegener Zinsen einen kräftigen Gewinnsprung verbucht im zweiten Quartal. 20% plus. Bei der Deutschen Bank, die hat ja vor einer Woche in die Bilanz blicken lassen, da lief es auf der Einnahmenseite ja ganz gut, aber vor allem belastet da der Konzernumbau und Rechtsstreitigkeiten. An der Börse sehen die Verhältnisse sehr, sehr unterschiedlich aus. Da hat die Commerzbank-Aktie seit Jahresanfang 25% zugelegt, die Papiere der Deutschen Bank aber gerieten ins Hintertreffen, da waren es -6% bislang in diesem Jahr. Sieht ganz so aus, als wenn es also bei der Commerzbank besser läuft als bei der Deutschen Bank. Ob das wirklich so ist, das frage ich jetzt nach bei Professor Reinhard Schmidt vom House of Finance an der Goethe-Universität. Guten Morgen, Herr Schmidt. Schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen, Frau Seidel. Ja, wie passt denn, wie kann man so unterschiedlich laufen? Die Commerzbank läuft offenbar so gut, die Deutsche Bank nicht. Ist das auch das gleiche Bild in den Bilanzen? Es ist das gleiche Bild, wenn man sich anschaut, wie die finanzbezogenen Kerngrößen sind. Also Cost-Income-Ratio, der Geldaufwand, um einen Dollar zu verdienen, ist bei der Commerzbank wesentlich günstiger und vor allem hat sich das positiver entwickelt als bei der Deutschen Bank. Und auch die Gewinnzahlen zeigen bei der Commerzbank viel mehr ein Aufwärts als bei der Deutschen Bank. Also heißt, Kosten zu Einnahmen muss die Deutsche Bank noch viel mehr auf der Kostenseite tun? Auf der Kostenseite, auch auf der Ertragsseite, ja. Und die Commerzbank hat da relativ viel getan. Jetzt haben wir die Commerzbank ja seit Anfang letzten Jahres wieder im DAX, also mit der Deutschen Bank zusammen, zwei Banken im DAX. Ist das gut und richtig so? Also so überaus wichtig ist es nicht. Aber ich denke, es ist gut. Die Tatsache, dass wir zwei große deutsche Banken im DAX haben, entspricht so ungefähr dem Wertschöpfungsanteil der Banken, der großen Aktienbanken an der deutschen Volkswirtschaft. Und insofern ist es eine angemessene Repräsentation. Jetzt hat sich JP Morgan geäußert, die wollen mit einer Online-Bank auf den deutschen Markt, wollen Deutsche Bank und Commerzbank offenbar da schon Geschäft abnehmen, wollen zur Nummer 3 wachsen. Jetzt wird es dann richtig eng für die beiden, ja? Und wie gute Chancen hat JP Morgan? JP Morgan ist die größte Bank der Welt. Und JP Morgan ist nicht so aus Zufall die größte Bank der Welt. Sie macht vieles sehr effizient und sie macht vieles in einer Weise, die viele Kunden anspricht. Das dürfte sich auch in Deutschland auswirken. Das heißt, in diesem Sinne, wie ist es im Vergleich zu den aktuell im deutschen Markt aktiven Playern möglich, in den Markt einzudringen? Es ist seit Jahren das erste Mal, dass eine große ausländische Bank massive Firmensuche anstellt, zumindest ankündigt, in den deutschen Markt einzutreten, der früher als overbanked galt und nicht attraktiv war. Und es ist insofern ein ganz gutes Zeichen, dass JP Morgan sich da auf den Weg machen will. Ja, der Chef Jamie Dimon sagte ja auch, Deutschland ist eigentlich ein ganz guter Standort. Ja, aber der hätte das vor 3, 4, 5 Jahren nicht gesagt. Schauen wir mal auf die Geschäftsmodelle von Commerzbank und Deutscher Bank. Also ja. Für welche Zielgruppen sprechen Sie denn an? Also die Commerzbank, die ist ja der Mittelstandsfinanzierer. Die Deutsche Bank ist eine international aufgestellte Investmentbank. So waren die Definitionen. Ist das immer noch so? Würden Sie sie immer noch so umschreiben? Es ist immer noch so. Aber der Unterschied in Bezug auf die Geschäftsmodelle war in der Zeit vor Herrn Seewink bei der Deutschen Bank ausgeprägter. Da war die Betonung auf Investmentbanking wesentlich stärker. Das ist zurückgefahren worden und das ist gut für die Deutsche Bank. Und damit wird die Deutsche Bank der Commerzbank ähnlicher. Und sie rücken alle so ein bisschen in die Nachbarschaft der großen Sparkassen. Und wird der Commerzbank also dann noch mehr Konkurrenz machen, wenn sie ja ähnlicher wird? Ja,
Damit ist zu rechnen. Und dann kommt es darauf an, wer macht das Geschäft besser? Wer verdient die Kunden besser? Wer hat die besseren Konditionen? Wer hat die effizienteren Geschäftsabläufe? Jetzt sind die Commerzbank-Zahlen ja so gut auch ausgefallen. So war die Begründung, weil eben die steigenden Zinsen steigende Einnahmen bescheren. Die steigenden Zinsen war zu Jahresanfang, da war es noch so, dass die den US-Banken massiv zu schaffen gemacht haben. Da hatten wir eine kleine Krise. Sehen Sie diese Krise jetzt als ausgestanden? Also steigende Zinsen haben immer zwei Effekte. Einerseits im laufenden Geschäft wird mehr verdient. Andererseits laufende Wertpapiere, Staatspapiere etwa oder Unternehmensanleihen, sinken im Wert. Und das kommt dann darauf an, wie sehr sich die beiden Effekte gegenseitig kompensieren. Am Anfang ist natürlich der Abwertungseffekt beträchtlich. Deswegen ging es den großen internationalen Banken, den großen amerikanischen Banken, am Anfang schlecht. Und das hat man ja auch in dieser Bankenkrise in Kalifornien und auch in der Schweiz gesehen. Ist die denn jetzt damit ausgestanden, glauben Sie? Dieser Effekt ist vorbei, ja. Vergleichen wir jetzt noch mal die Institute in Amerika und hier. Sie sagten es schon, deutlich größer, so eine Bank wie JP Morgan. Woran liegt das eigentlich? Also das liegt natürlich in starkem Maße an der Regulierung. Denn dieser Größenunterschied war vor, sagen wir mal, 15 Jahren gar nicht so der Fall. Vor 15 Jahren konnte man sagen, dass die Deutsche Bank mit der Citibank, mit JP Morgan oder mit Wells Fargo einigermaßen vergleichbar ist. Und dann kam bei der Deutschen Bank eine massive Krise, bei der Commerzbank natürlich auch, wir wissen das ja alle. Und die hat die amerikanischen Banken nicht so sehr getroffen. Denen hat die Liberalisierung in Amerika geholfen. Die sind in starkem Maße gewachsen durch das Übernehmen anderer Banken in Amerika. Eine Sache müssen wir noch ansprechen. Der Bankenmarkt hier wird ja immer kleiner. Das Filialnetz wird ausgedünnt, auch eben bei der Commerzbank. Da muss sie auch viel Kritik einstecken. Also müssen wir uns schon früher oder später davon verabschieden, von dem Gedanken, dass wir überall Geld zur Verfügung haben am Geldautomaten, dass wir Service, Kundenbedienung haben. Das liegt, der Eindruck liegt nur daran, dass die Zahl der Filialen abnimmt. Aber die Wege, die Vielfalt der Wege, an Geld zu kommen, hat in letzter Zeit zugenommen. Wenn Sie bei Rewe einkaufen, können Sie Bargeld abheben. Und mit dem iPhone können Sie alles Mögliche an Geldgeschäften tätigen. Also insofern ist, abgesehen von sehr dezentralen ländlichen Regionen, der abnehmende Zugang zu Geld kein Problem. Professor Reinhard Schmidt vom House of Finance von der Goethe-Universität, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Einschätzung. Dankeschön. Ja, die Bilanzsaison ist in vollem Gange. Etliche weitere Unternehmen neben der Commerzbank haben auch heute ihre Geschäftszahlen veröffentlicht. Ein Konzern, dem die gestiegenen Zinsen nicht bekommen sind, ist Vonovia. Der Immobilienkonzern muss rote Zahlen ausweisen, weil er hohe Abschreibungen vornehmen muss auf nämlich seine Immobilien. Denn die Immobilienwerte, die Preise, die sinken und das muss eben entsprechend in den Büchern korrigiert werden. Wie es insgesamt an der Börse heute aussieht, schauen wir mal auf den DAX. Da hat sich eine Stabilisierung heute Morgen angedeutet und so ist es auch nach vier Verlusttagen diese Woche beim DAX heute ein kleines Plus von 0,1%, 15.914 Punkte. Der Stand, 700 Punkte waren es diese Woche Unterschied von dem Rekordwert am Montag bis zum Tief in dieser Woche. In Amerika heute dagegen leichte Verluste. Heute kommt noch der Arbeitsmarktbericht, der ist wichtig für Investoren. Und wir schauen auch noch nach Asien. Da gibt es bei einzelnen Aktien Ausreißer. Eine Tochter vom Immobilienkonzern Evergrande, der ja damals in finanzielle Schieflage geraten war, durfte wieder an die Börse. Und der erste Tag, der war schlecht. Der Kurs ist um mehr als die Hälfte eingebrochen. Insgesamt in China aber Kursgewinne, sowohl in Shanghai als auch in Hongkong. Die Notenbank will mehr Finanzmittel in die Privatwirtschaft pumpen. Generell ist also die Börsenstimmung gut. Die Kurse trotz dieser Rücksetzer noch hoch, zu Anfang der Woche eben sogar ein Rekord beim DAX. Wie es weitergeht an den Börsen in der Wirtschaft und auch in der laufenden Berichtssaison, das frage ich jetzt nach bei Carsten Bjeski von der ING. Guten Morgen, Herr Bjeski. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
Ja, ein bisschen merkwürdig ist es ja schon, die Bilanzsaison. Es gibt einige richtig gute Bilanzen und gleichzeitig haben wir im Vorfeld so viele schlechte Konjunkturdaten und Indikatoren gesehen. Wie passt denn das zusammen? Ich denke, einige Unternehmen sind noch ein bisschen so Nachläufer. Die profitieren noch davon, zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, im Konsumbereich, dass doch auch die Bevölkerung in vielen industrialisierten Ländern halt jetzt nochmal so einen Aufholeffekt hat. Wir gehen immer noch mehr raus, wir gehen noch in Urlaub. Und davon profitieren halt genau diese Unternehmen, die das anbieten. Gleichzeitig sehen wir auch, haben wir gestern Abend gesehen, zum Beispiel bei Apple, dass doch die Nachfrage oder der Absatz von wirklich teuren Konsumgütern ein bisschen nachlässt. Und dann kommen die ganzen Konjunkturdaten, die halt zeigen, dass vor allem wir in Europa doch in so einer Stagnation uns befinden. Ja, schauen wir noch mal auf einzelne Konjunkturdaten. Gestern Exportdaten, da stagniert es eher. Heute vermeintlich gute Daten bei den Industrieaufträgen. Also das heute früh war ein deutlicher Hoffnungsschimmer. Ja, denn wir haben jetzt eigentlich das zweite Quartal in Deutschland Stagnation gehabt. Die Exportzahlen haben das nochmal bestätigt. Und jetzt kommt dann heute früh nochmal wirklich so ein Anstieg, 7% im Monatsvergleich. Nachdem im letzten Monat, im Mai, die Industrieaufträge auch schon mit 6% gestiegen waren. Also das ist der Hoffnungsschimmer. Wir kommen aus einer Durchstrecke. Das kommt aber auch aus einem Großauftrag, diese Industrie. Das sind natürlich, aber Auftrag ist Auftrag letztendlich. und wir kommen aber aus einer Durchstrecke. Ja, wir haben jetzt wirklich fast ein Jahr gesehen, dass die Auftragsbücher in der deutschen Industrie geschrumpft sind. Also Hoffnungsschimmer ja, aber noch keine Entwarnung. Großes Problem ist ja, muss ich niemandem erzählen, Ihnen schon gar nicht, die Inflation. Da ist der Leidensdruck sehr, sehr groß. Jetzt ist sie ja ganz leicht zurückgekommen, gab es ein bisschen Entspannung. Und bei den Produzentenpreisen, die sind auch rückläufig. Macht Sie das zuversichtlich? Also was mich aktuell zuversichtlich macht, ist in der Tat die Inflationsrate. Denn die Produzentenpreise sind endlich immer ein guter Frühindikator für die Verbraucherpreise. Wir sehen jetzt schon, dass seit einigen Monaten die Produzentenpreise auch im Monatsvergleich sinken. In der Eurozone, in Deutschland auch schon. Und ich denke, dass vor allem wir uns auf Deutschland konzentrieren, dass wir aktuell noch ein bisschen leicht verzerrte Inflationsraten haben, weil wir diesen Sommer vergleichen mit dem letzten Sommer, in dem wir einen Benzinrabatt hatten und das 49-Euro-Ticket haben. So, die erhöhen die Inflationsrate künstlich. Spätestens ab September werden wir sehen, dass auch in Deutschland die Inflationsrate stark nach unten kommen wird und wir dann ähnliche Zahlen bekommen werden, wie das zum Beispiel schon die Spanier haben, die ja jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Inflationsrate von unter 2% hatten. Jetzt greift der Staat ja auch an einzelnen Punkten ein, um die Preiserhöhung, um die Inflation so ein bisschen zu dämmen. Für Sie als Volkswirt ist das wahrscheinlich ein großer Graus, ja? Ach, ich sage mal, Volkswirtschaftslehre ist ja keine richtige Wissenschaft, sondern eine Sozialwissenschaft. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Nur was der Staat natürlich gemacht hat mit diesen Preisdeckeln ist, dass die Inflation immer mehr eine nachfrageseitige Inflation war. Denn da, wo er den Konsument, den Verbraucher schützen wollte, hieß das ja, dass ich irgendwo mehr Geld übrig habe, um das wieder auszugeben. Kurzfristig fand ich jetzt auch Preisdeckel keine schlechte Idee. Ich denke, wir müssen jetzt wirklich rausgehen aus diesem kurzfristigen Krisenmanagement und uns überlegen, wie wir es halt langfristig hinbekommen. Denn es geht nicht nur darum, um die Inflation zu bekämpfen, sondern es geht ja vor allem in Deutschland darum, um eine Reformagenda wieder auf die Beine zu stellen. Und da können Preisdeckel durchaus für die Industrie ein Element sein. Das alleine reicht aber nicht, um jetzt Deutschland auch wieder international wettbewerbsfähig zu machen. Wie beurteilen Sie denn diese Reformagenda oder anders gesagt den Standort Deutschland? Da gibt es sehr viel Kritik. Warum kommt man da nicht zu Potte? Weil wir aktuell noch viel zu viele unterschiedliche Meinungen haben. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit vor 20 Jahren, Anfang der 2000er Jahre, als wir auch schon mal der kranke Mann Europas waren und wir uns erstmal nur in Schwermütigkeit gewälzt haben und es aber ein, zwei Jahre dauerte, bis dann mal wirklich die richtigen Instrumente sich herauskristallisiert haben. Das Gleiche haben wir jetzt auch. Das Problem ist, wir haben nicht dieses eine einzige Problem, was wir lösen müssen, was vor 20 Jahren vor allem der Arbeitsmarkt war. Wir haben jetzt viele Probleme und da reicht halt nicht ein Instrument, da reicht nicht die Diskussion über Industrieenergiepreise, Deckeln, ja oder nein, sondern wir brauchen jetzt wirklich mal 10 Punkte, eine Agenda 2030 und da fehlt mir aktuell noch zu wenig Initiative aus Berlin. Ja, auch ein bisschen Tempo. Also ich glaube, in einem Zeitalter der Digitalisierung, wenn man sich schneller. Da viele Jahre Zeit lässt, das wäre fatal.
Wir fallen immer mehr ins Hintertreffen, das haben wir jetzt schon gesehen. Wir haben eigentlich die letzten 10, 15 Jahre zu viel gelebt auf den Errungenschaften der Vergangenheit. Wir haben eigentlich auch unser volkswirtschaftliches Kapital verfrühstückt. Und von daher, Sie haben komplett recht, in Zeitalten von Digitalisierung muss es noch schneller gehen. Also wir können jetzt nicht zu lange zaudern und zögern. Wir brauchen ziemlich schnell eine zukunftsorientierte Agenda 2030, sodass wir dann in 1, 2, 3 Jahren hier wieder stehen können und feiern können, dass Deutschland vielleicht wieder Wachstum Motor Europas geworden ist. Kann die Notenbank, die EZB, da noch besser begleiten? Nö, weil die EZB hat ja nur eine Aufgabe. Und die eine Aufgabe ist, die Inflation zu bekämpfen. Sie darf die Wirtschaft nicht zu sehr abbremsen. Das ist das Sekundäre der Zielstellung, aber nur, wenn das Inflationsziel erreicht wurde. So, und das Inflationsziel ist aktuell noch nicht erreicht. Ich denke, die EZB macht es jetzt genau richtig. Ja. Sie öffnet die Tür vielleicht für eine Pause, dass man nicht ganz so stark weitergeht. Man muss erst mal abwarten, wie sich jetzt die Zinserhöhungen der letzten 13 Monate auswirken werden. Aber wir können uns in Deutschland jetzt nicht darauf verlassen, dass wir wieder Negativzinsen und einen schwachen Euro bekommen werden. Denn die EZB hat aktuell andere Sachen zu tun, als uns in Deutschland beim Wirtschaftswachstum zu helfen. Ein schönes Schlusswort. Danke, Carsten Czeski von der ING. Schön, dass Sie hier waren. Danke. Ja, und wir sind damit schon am Ende dieser Woche. Die nächste Woche wird meine Kollegin Bo Kim hier moderieren mit auch wieder spannenden Themen. Unter anderem geht es da am Montag um Crowdfarming. Das sind Patenschaften, um Projekte in der Landwirtschaft zu finanzieren. Und ich verabschiede mich damit hier für diese Woche. Ich hoffe, Sie hatten Spaß.